Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Waffenguide. Diesmal die MAC-10, einfach MAC-10. Sie ist sehr, sehr günstig. Sie ist eine gute Allrounder-Waffe, die man gut nutzen kann. Sie hat ein paar Nachteile und ein paar Vorteile. Da kommen wir natürlich gleich alles zu. Als erstes werde ich jetzt die Real-Life-Fakten zu dieser MAC-10 abarbeiten. Was man sagen kann, ist, ich habe die Curse-Tarnung drauf. Ich finde einfach, die Curse-Tarnung ist die schönste Tarnung in ganz CSGO. Mal abgesehen von bestimmten Knives, die es gibt, finde ich. Aber ist diese Tarnung einfach die pervers geilste Tarnung? Wird sie auf eine M4 oder AK geben, würde ich mir die direkt kaufen. Weil die einfach richtig geil aussieht. Ich habe mir die für 3 Euro gekauft in Stat-Trick, weil ich ja versucht habe, all meine Waffen in Stat-Trick zu haben. Was, oder beziehungsweise wo mir noch ein paar fehlen. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwann hinkriege. Aber ich fand die halt einfach super geil. Nice to have, finde ich einfach. Deswegen habe ich mir sie einfach gegönnt. So, kommen wir zu der Waffe an sich im Real Life. Sie wurde produziert 1970 in Amerika. Da ist das angefangen. Ist eine sehr, sehr kurze Waffe. Das heißt, sie ist eigentlich eine Einhandwaffe. Hier in CSGO, beziehungsweise auch im Real Life, wird sie, oder wird die MAC-10 mit so einem Karabiner mit so einem Seil dran geliefert, sodass man die mit zwei Händen halten kann. Was es natürlich auch noch gibt, ist draufdrehbare Schalldämpfer. Und die sind da dafür da, dass man dann auch wirklich gut mit zwei Händen halten kann. Die Waffe ist so, Einsatzgebiet war früher britisches SAS, haben die genutzt für Close Quarter, das heißt für Häuser einnehmen und sonstiges. Wurde dann aber von der MP5 abgelöst, weil die MP5 gibt es in kurz, in alles möglichen, langen Versionen, kurzen Versionen, Close Quarter, sonstige Scheiße. Da ist die Waffe einfach besser geworden. Vor allem, weil die natürlich die MAC-10 in .45 ACP kommt, keine Ahnung, in Amerika muss jede Pistole bzw. jede Waffe, die mit Pistolenmunition schießt, eine .45er sein. Fragt der Geier, warum, die stehen da einfach pervers drauf, das ist, keine Ahnung, so wie die Deutschen und ihr Bier, ist das in Amerika ihre Pistolen mit .45 ACP, keine Ahnung, was die da so geil dran finden. Gibt es aber auch in 9mm, das ist auch der Grund, warum sie, glaube ich, in der UK auch benutzt wurde. Europaweit bzw. in United Kingdom ist es halt einfach so, dass man 9mm favorisiert anstatt der .45 ACP. Keine Ahnung warum. Ich bin da jetzt auch nicht so der Waffennahe, dass ich mich damit auskenne. Was man sagen kann, ist, dass das Magazin, was standardmäßig mitgeliefert wird, ein 32-Schuss-Magazin ist. Und das ist im Dauerfeuer in 1,6 Sekunden leer. Die Waffe hat eine Rounds per Minute, das heißt Kugeln pro Minute von knappen 1000 bis 1200 RPM hat die Waffe. Das ist schon extrem viel. Also ich mache euch unten mal ein Real-Life-Video rein, wo diese Waffe schießt. Da könnt ihr auch mal den Recoil von der Knarre sehen. Der ist nämlich so extrem, dass es kaum möglich ist, im Dauerfeuer damit zu zielen. Und das Magazin ist halt wirklich instant leer. Das kann, so schnell kann man gar nicht gucken. Zweimal blinzen oder einmal blinzen ist das Ding schon leer. Ist natürlich ein bisschen nachteilhaft, wenn man da im Dauerfeuer hängt. Aber nun gut, das ist, glaube ich, auch mehr so eine Waffe, die genutzt wird für, ja, in Amerika oder in sonstigen Ländern, wo man Waffen besitzen darf, vollautomatische Waffen besitzen darf. Einfach um auf den Schießstand zu gehen, ein bisschen Spaß zu haben. Sie ist, glaube ich, auch nicht so teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine MAC-10 teuer ist. Das ist einfachste Kunst. Das ist wie das Auto-Baukastenprinzip. Sind das einfach nur Blechteile, die zusammengeschweißt bzw. zusammengesteckt werden, Verschluss rein, Abzug rein, die ganzen restlichen Kammern rein und dann hat sich das auch gegessen und dann ist die Waffe fertig. Original wird sie noch dazu, kommt dieser Griff, der jetzt auch auf der Waffe drauf ist, der ist bei der MAC-10 immer da, den kann man immer ausklappen und rausziehen. Was man sagen kann, ist, dass die Waffe eine Sicherung am Abzug hat, das heißt, man kann sie am Abzug sichern und man kann oben, hier sieht man den, das ist der, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall kann man den drehen. Dadurch wird dann der Verschluss komplett gesichert. Oder man kann ihn natürlich auch zurückziehen. Dann repetiert er. Das heißt, wenn das Magazin leer ist, dann zieht man ihn zurück. Dann repetiert er am Ende. Das heißt, bleibt stehen. Wenn man ein neues Magazin reinmacht, kann man dann wie bei der MP5 oder bei der UMP oben gegenschnelzen. Das heißt, mit der Hand oder mit der Kante irgendwo oder gegen das Bein hacken. So gegenhauen. Und dann schnellt automatisch der Verschluss wieder nach vorne und man kann direkt weiter feuern. So. Ja, das sind eigentlich alle wichtigen Sachen zu der Waffe an sich, die man sagen kann. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Real- bzw. zu den CSGO-Fakten. Die Waffe in CSGO kostet 1050 Dollar, ist dementsprechend die günstigste SMG, die es gibt. Gibt es leider nur auf der T-Seite, schießt mit .45 ACP, hat 30 Schuss im Magazin, 100 in Reserve, was nicht unbedingt schlecht ist. Schießt 800 Rounds per Minute in-game. Und hat eine Reload-Zeit von 2,6 Sekunden. 2,6 Sekunden ist im Gegenzug, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Bison oder UMP nimmt, 3,3, 3,5, ist es recht extrem schnell. Die UMP hat weniger Munition, lädt aber länger nach. Dafür hat die UMP mehr Schaden und macht auf längere Range
länger einen One-Shot, wenn die Leute kein Kevlar haben. Ja, was man noch sagen kann, ist, dass die Waffe an sich natürlich nicht so einen hohen Schadenswert hat. Sie hat einen Schaden oder einen Grundschaden von 29. Das ist eigentlich vollkommen im Rahmen, finde ich. Es gibt ein paar Sachen, die drunter liegen, es gibt ein paar Sachen, die drüber liegen in dem Bereich SMG und Pistolen. Aber dafür, dass sie 1050 Dollar kostet, ist es auf jeden Fall im Rahmen. 200 Units, 240 Units per Second muss man... Oder ist man damit schnell? Und sie bringt 600 Dollar Competitive Kill Award. So, kommen wir zur Schadenstabelle. Da muss ich euch natürlich noch kurz was zeigen. CSGO Schadenstabelle. Unarmed. Auf den Kopf macht sie 114 Schaden. Brust- und Armbereich 28. In den Magengrube 35. Und in die Beine 21. Was man euch zeigen kann, ist, dass sie One-Shot macht. One-Shot. One-Shot. Und hier, das ist die Range, wo sie ohne Kevlar keinen One-Shot mehr macht. Man sieht schon, dann brauche ich zwei Schuss. Oh, das war doof, jetzt ist die Runde natürlich beendet. Buk! Naja, kommen wir weiter. Armored, das heißt, wenn die Gegner Kevlar und Helm machen, macht sie auf den Kopf leider nur noch 65 Schaden. Was eigentlich, ja, es ist nicht unbedingt ein schlechter Wert, wenn man davon ausgeht, dass aber 65 der Schaden ist, den man macht, wenn man recht nah dran steht, ist der Schaden-Output, wenn man wirklich ein bisschen weiter weg steht, schon extrem hoch. Das extrem niedrig. Das heißt, man macht sehr, sehr wenig Schaden. Man braucht nachher, wenn die Kevlar haben, zum Beispiel auf dieser Range, braucht man wirklich drei Headshots, zwei bis drei Headshots, damit er tot ist. Manchmal, es kommt halt darauf an, ob man jetzt gerade einen Crit-Schaden macht. Dann macht man hier zum Beispiel, dann kann man hier mit zwei töten. Und es kann aber auch sein, dass man wirklich drei braucht. Also ich habe es schon oft gesehen und ich habe es eben auch ein bisschen getestet, dass auch wirklich langer Range man drei Headshots braucht. Was man sagen kann, was die Vorteile von der Waffe sind, ist natürlich, dass sie verdammt schnell schießt, dass sie im Nahkampf eigentlich recht gut kontrollierbares Recoil hat. Das heißt, es geht hoch, macht so eine Wellbogen und ich schieße jetzt mal kurz, macht so eine Wellbogen. Das heißt, man muss theoretisch nur diagonal so ein bisschen so drehen und dann so runtergehen. Dann hat man den Recoil, wie man sieht, komplett im Griff. Das Problem ist natürlich, dass sie, dadurch, dass sie natürlich auf Range, beziehungsweise auch eine kurze Waffe ist, SMG, dann macht sie auf Range, dann hat sie natürlich einen richtig krassen Spray. Das heißt, wenn ich jetzt mal einfach nur die Maus loslasse, sieht man schon, wie die hochzieht. Was ich mir angewöhnt habe bei der Waffe, sind kleine Feuerstöße von 3 bis 4 Kugeln. Das heißt, wenn man jetzt hier mal die Wand nimmt, dann kann man... sehr gut sehen... okay, der war scheiße. Dass 3 oder 4 Kugeln immer noch ein gutes zusammenliegendes Muster machen. Was auch geht, ist einfach Einzelschuss zu tappen. Das Problem bei der Einzelschussvariante ist natürlich, dass man sehr, sehr wenig Schaden macht. Wenn die Gegner Armor haben, das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt die erste Runde Pistol Round gewinnt, man kauft sich die Mac 10, die Gegner forcen mit P250 und Kevlar Helm, es ist schon arg schwer mit der Waffe dann wirklich die Leute umzuranzen. Wenn die Gegner mit der Pistole gutes Aim haben, ist man meistens Matsche, weil die P250 oder auch die 5.7, auch UMP, USP meine ich, natürlich viel, viel... ah, nicht viel, viel mehr Schaden, aber mehr Schaden und eine bessere, viel bessere Genauigkeit haben. Das heißt, man muss da immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu krass reinrennt, beziehungsweise versuchen, close zu stehen und die dann so wegzuholzen. Ja, was kann man noch sagen als Nachteile, beziehungsweise als Vorteile? Reload-Zeit ist natürlich ein richtig krasser Vorteil, dass sie so schnell nachlädt. Nachteile sind natürlich die Genauigkeit, der hohe Recoil und dass sie sehr, sehr wenig Schaden gegen Armor macht. Das heißt, sobald die Leute wirklich Kevlar und Helm haben, ist es wie bei der Bison, das Ding macht einfach keinen Schaden mehr. Theoretisch ist es sinnvoller, die Waffe den CT an den Kopf zu schmeißen, anstatt wirklich damit selber zu schießen, weil es einfach, ja, Schwachsinn ist. Weil sie einfach sehr, sehr wenig Schaden macht. So, kommen wir jetzt einfach nochmal gleich zu den Botlauf. Das heißt, ich werde gleich ein paar Bots loslaufen lassen. Tut mir furchtbar leid, dass ich mich ein bisschen verhaspe. Es liegt einfach daran, dass ich gerade von der Arbeit komme, dann noch 2 Stunden am Auto rumgeschraubt habe und dann dieses Video aufnehme. Dann bin ich ein bisschen fertig. Es tut mir furchtbar leid. Und wir werden jetzt einfach mal die Bots laufen lassen. Ja, willkommen zurück. Ich habe mir jetzt nochmal einen Bot hingestellt. Was mich gerade wundert ist, dass zwischendurch einfach die Headshots gar nicht angezeigt werden. Das heißt, ich schieße in den Kopf. Ich habe es gerade mal gehabt. Ich schneide euch das mal kurz ein. Und das war gar kein Headshot. Komisch. Also es kam auf jeden Fall nicht dieser Headbob vom Headshot. So, wir werden uns einfach mal den Gegner nehmen und in den Kopf schießen. Erster Headshot. Jetzt werden wir mal kurz warten, bis das Dings weggeht, damit man das perfekt sieht.
Jetzt mal gucken, war es ein Headshot? Das war doch ein Headshot. Wie ist er denn durchgegangen? Der zweite Headshot. Da war der dritte Headshot. Das heißt, man braucht wirklich im Nahkampf zwei Headshots, auf Range wirklich drei Headshots. Das ist auf jeden Fall schon sehr extrem. Erster. Das war jetzt ein Headshot, oder? Wow, und das wurde nicht angezeigt. Super schön. Das heißt, der zweite Headshot theoretisch, 64 Tick. Lässt grüßen. Schon wieder in den Kopf. Und es wird einfach nicht als Headshot gewertet. Das Spiel ist gerade echt ein bisschen im Upgrade. Es waren jetzt ungefähr vier Headshots, drei oder zwei davon wurden nicht gezählt. Aber damit wollte ich einfach nur zeigen, dass die Waffe in den Kopf wirklich sehr wenig Schaden macht. Erster. Okay, der war daneben. Zwei. Drei. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Euer Maxo und ihr. Ciao.